Ulrich Schielein ist da und wird uns die nächste halbe Stunde spannende Dinge erzählen über die Steuerung der Digitalisierung an der Goethe-Universität. Also es gibt wohl eine neue Strategie, wie wir gleich erfahren werden, eine neue Digitalisierungsstrategie. Und was es damit auf sich hat, werden wir uns jetzt anhören. Ulrich Schielein, für alle, die Ulrich Schielein noch nicht kennen, ist der CIO der Goethe-Universität seit 2022 und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Ja, vielen herzlichen Dank, wunderschönen guten Tag und ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, so nach dem Mittagessen, wenn sich so das Essen so setzt, hier die Leute in den Schlaf zu reden, also habe ich nicht vor natürlich, aber vielen Dank auch nochmal für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf am Netzwerktag. Es ist immer eine sehr schöne Veranstaltung, sieht viele bekannte Gesichter, mit denen man auch das Jahr über dann zusammenarbeitet in verschiedensten Themen und Austausch finde ich so und so sehr wichtig, dass die verschiedenen Gruppen, die sagen wir, vor sich hinarbeiten, hier die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen und auch die Erfahrungen, die man dann sammelt, im Laufe der Zeit auszutauschen, nicht nur innerhalb der Goethe-Universität. Ich habe viele Namensschilder gesehen, auch von benachbarten, befreundeten Hochschulen, die hier anwesend sind. Also finde ich klasse, dass wir hier den Austausch. Ja, jetzt bin ich schon angekündigt worden, Vizepräsident CIO, bin zuständig für Digitalisierung, also Erstellung einer Digitalstrategie und auch die Umsetzung. Und jetzt muss ich schon gleich mal die Erwartungen etwas einbremsen. Ich habe noch keine fertige Digitalstrategie mit. Ist gerade schon angekündigt worden, wir sind dran. Das, was ich heute vorstelle, ist noch ein Pilot, wie wir uns die Steuerung der Umsetzung vorstellen. Warum heute erstmal die Umsetzungssteuerung und nicht die Digitalstrategie? Es lag daran, dass wir festgestellt haben, als wir die Ist-Aufnahme gemacht haben, wir haben an der Goethe-Universität so viele verschiedene Digitalinitiativen, die zum Teil nichts voneinander wussten, ja, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen jetzt erstmal dokumentieren, was machen wir denn eigentlich, was haben wir denn schon alles, weil das nächste Problem war, dass wir auch keine Mitarbeitenden gefunden haben, die Zeit haben, an der Digitalstrategie mitzuarbeiten, ja, weil viele schon so im täglichen Hamsterrad waren, ihre Projekte umzusetzen und versuchen, ihre Projekte nach vorne zu bringen. Deswegen sind wir im CIO-Office hingegangen, haben gesagt, jetzt wollen wir erstmal die Transparenz herstellen, verstehen, was alles schon vorhanden ist, wer an welchen Projekten arbeitet, wo die Projekte überhaupt stehen. Es gibt zahlreiche Projekte, die vor 10, 12 Jahren mal angestoßen worden sind, wo sich aber dann niemand mehr darum gekümmert hat, wo wir dann das erste Mal wieder drauf geguckt haben und gesagt haben, Mensch, was macht er denn überhaupt, wo trägt es dann dazu bei, was sind die Ergebnisse? Und interessant war, wir haben regelmäßige Review-Termine und Beate Firler, ich weiß gar nicht, wo sie sitzt, kann es bestätigen, hier hinten, wir machen regelmäßige Review-Termine und plötzlich wachen Projektleiter auf, die so vor sich, ich sag mal, hingedämmert, hingearbeitet haben, aber wachen plötzlich auf und sagen, Mensch, toll, da kümmert sich jemand drum und jetzt geht es wieder vorwärts. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen das mal ein Stück strukturieren, um zu gucken, okay, wo sind denn die eigentlichen Themen unterwegs. Deswegen heute noch nicht der Punkt A, da hoffe ich, dass ich da nächstes Jahr dann darüber berichten kann. Also ich mache mal die vage Versprechung. Also für die Digitalstrategie brauche ich natürlich ein Zielbild, wo will ich hin, was will ich erreichen, was der Nutzen, wie trägt es zu der gesamtuniversitären Strategie bei und wie dekliniert sich das runter dann auf Prozesse, auf Applikationen. Und wenn man die Strategie hat, muss es in die Umsetzung gehen und bei der Umsetzung ist eben wichtig, dass man coole neue Ideen hat, dass man die verschiedenen Ideen zusammenbringt, dass man die dann auch zielorientiert steuert und was am Ende natürlich wichtig ist, dass man auch den Nutzen, den man sich damit verspricht, dass der auch am Ende rauskommt. Ich komme aus der IT-Beratung, ich habe viele Projekte in meiner Laufzeit gesehen, die sagen wir, mit viel Vorschusslorbeeren gestartet sind, mit einem tollen Business Case. Und wenn man dann am Ende so nach 3, 4, 5 Jahren mal drauf geguckt hat, ist es entweder eingeschlafenes Projekt oder eingestellt worden oder es ist sogar live gegangen, aber am Ende hat es keinen Benefit mehr gebracht, weil sich die Firma weiterentwickelt hat, das Thema nicht mehr so wichtig war oder neue Technologien gekommen sind. Und was braucht man natürlich noch? Also drei Dinge braucht der Mensch, heißt ja immer. Das dritte ist natürlich Ressourcen. Die sind an der Universität immer knapp. Ich habe gerade mit einem Vertreter vom HMWK gesprochen. Also ich habe gehört, das sind gerade die Koalitionsverhandlungen. Digitalisierung ist auf der Agenda. Also es ist sehr wichtig, dass wir hier auch entsprechende
Mittel bekommen. Und was ich auch gelernt habe jetzt in meinen 1,5 Jahren, man braucht viel Ausdauer. Ja, also so eben mal, weiß, wie war es, Azure Open AI wollten wir so mal in 2 Wochen einführen, jetzt sind 4 vorbei, also dauert alles ein bisschen. Ja. Deswegen heute der Fokus hier drauf und nochmal ein bisschen Rückblick und wie stelle ich mir die Zukunft vor, was ich halt festgestellt habe, gesehen habe, es gab viele Digitalinitiativen, die laufen sehr isoliert. Ich habe festgestellt, dass viele Projekte Daten dupliziert haben, kopiert von einem System ins nächste, also was man als klassischer Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker als absolutes No-Go sieht. Es wurden Schnittstellen nicht mitgedacht, sondern Projekte haben dann immer an den Organisationsgrenzen irgendwo geendet und am Schluss kommen dann 5 PDFs raus aus so einer Digitalisierungsinitiative, die dann wieder woanders händisch eingetippert werden. Ja, und das ist natürlich nicht Digitalisierung, sondern man muss Prozesse Ende zu Ende denken. Und wenn es dann verschiedene Digitalisierungsprojekte gibt, ist natürlich wichtig, dass man die vernetzen kann, dass die wissen, okay, worüber spricht man? Wir brauchen eine einheitlichere Terminologie, wir brauchen die Anknüpfungspunkte. Und da hilft ein einheitliches Vorgehensmodell natürlich, um diese Schnittstellen hinzubekommen zwischen den verschiedenen Projekten. Was ich auch gesehen habe, ist, dass man hat versucht, sagen wir, bestehende Prozesse zu elektronifizieren. Was natürlich in der Digitalisierung ein wesentlicher Punkt ist, ist die User Experience zu verbessern. Also zu überlegen, wer sind die Nutzer von so einem System, wer ist alles beteiligt, wie kann ich das Leben der Person, die da vor einem Device sitzt, sei es Handy, sei es Laptop, das Alltagsleben zu verbessern. Zum Teil hat man Sachen gemacht, die dann den Aufwand in die Fläche geschoben hat und dann haben sich plötzlich, was ich, 16 Fachbereiche beschwert, dass sie jetzt mehr Aufwand haben. Sollte eigentlich durch Digitalisierung nicht sein. Digitalisierung sollte für jeden eine Arbeitserleichterung bringen, was aber nicht heißt, dass eine Datenerfassung auch dezentral passieren kann. Daten sollten da erfasst werden, wo sie auch anfallen. Also ein typischer Beispiel, wenn jemand von uns jetzt mit der Wechselzeit mit der Kfz-Versicherung, ja, die Versicherungen lassen uns Kunden sozusagen die Datenerfassungsarbeit machen. Ja, weil wir wissen natürlich, welches Auto wir fahren, wie lange wir das Auto schon haben, welche Schadensfreiheitsklassen wir haben. Deswegen delegiert man das dem Kunden, der hat aber einen Nutzen, der kriegt schneller ein Angebot. Und was ich auch festgestellt habe, wo ich noch am Kämpfen bin, da sind wir wieder beim Thema Mittelressourcen. Es wurden in der Vergangenheit viele Projekte angestoßen, leider auch vom Präsidium, ohne eine klare Zusage der Verdauerung zu geben. Das heißt, laufen Projekte los, Leute sind engagiert. Und plötzlich heißt, okay, jetzt muss ich die Systeme aber betreiben. Ja, da brauche ich, was ich, 1, 2, 3 Ressourcen. Und wenn die Leute nicht da sind, dann schlafen Projekte leider wieder ein. Sich vorher überlegen können, okay, mache ich es überhaupt? Und dann kommen wir wieder zum Thema Priorisierung. Man hat viel angestoßen mit so mal wenig Ressourcen. Leute haben das so nebenbei mitgemacht. Und dann muss man sich eben nicht wundern, wenn so Projekte dann halt sich ewig ziehen. Und dann irgendwann, wenn die Leute dann wegbefördert werden oder sich wegbewerben, solche Projekte dann auch mal einschlafen. Deswegen ist mein Ziel, das transparenter zu machen, die Projekte wirklich transparent auch dem Präsidium regelmäßig vorzustellen, zu gucken, wo stehen wir, Anpassungen machen zu können, die Projekte verknüpfen. Wir haben gerade darüber diskutiert, wir haben eine Digitalmesse gemacht, wo wir alle Projekte mal vorstellen haben lassen. Das war für mich überraschenderweise wirklich ein super toller Erfolg, weil Leute plötzlich verstanden haben, was machen die anderen, wo sind die dran? Ach, wir haben Ähnliches, haben sich plötzlich ausgetauscht, Erfahrungen geteilt und das ist natürlich sehr wichtig. Ja? Und ich versuche auch das Thema sagen wir, Prozessdenken in die Projekte zu bekommen, zu überlegen, wo geht der Prozess los, wo geht er durch in die Organisation, wo hört er bitte auf. Und mein Stichwort ist immer, also Daten müssen laufen, nicht Personen. Also Daten müssen dann entlang des Prozesses dann mitlaufen, aber sollten nicht kopiert werden. Und der letzte Punkt eben, den Betrieb gleich mitdenken. Man muss von vornherein gucken, wie kann ich dann die verschiedenen Lösungen betreiben. Wenn ich die x-te Umgebung, die x-te Lernmanagement-Lösung dann implementiere, macht es relativ wenig Sinn, wenn ich nicht weiß, wie ich es finde. Und um dahin zu kommen, haben wir ein Modell entwickelt und das ist jetzt, wie gesagt, ein abstraktes Modell, das wir in Teilen jetzt schon pilotiert haben. Wie komme ich an die Anforderungen und wie kann ich auch dann, wenn die Anforderungen in ein Projekt münden, die Projekte vernünftig steuern? Ich würde jetzt da kurz mal durchgehen. Also wir haben auf der obersten Schicht die grauen
Bullets sind so die Anforderer, die einen, sagen wir mal, Bedarf haben, Prozesse zu automatisieren, eine technische Lösung zu implementieren, eine neue Forschungsdatenstruktur aufzusetzen. Das sind zum einen externe Anforderungen, sagen wir, gesetzliche Anforderungen. Wir hatten jetzt plötzlich nach dem hessischen Lehrerbildungsgesetz, musste man 70, 80 Prüfungsordnungen wieder neu implementieren. Das Präsidium hat jeden Tag neue Wünsche und Ideen aus den Fachbereichen, Zentren, aus der Verwaltung kommen immer wieder neue Sachen. Studierende haben natürlich auch Anforderungen und möchten ein einfacheres Leben haben durch Digitalisierung. Das ist so die Quelle der Anforderungen. Und dann möchte ich eine Struktur aufsetzen, die dann die Anforderungen schon mal kanalisiert und auch ein Zielbild hat auf einer architekturellen Ebene, wo man sagen kann, okay, in 3, 4, 5 Jahren möchte ich architekturell da und da rauskommen, und dann wird jedes Projekt auch danach gemessen, wie viel trägt es zu dieser Zielbildentwicklung bei. Also es soll ja dann kein Projekt mehr geben, das dann was anderes implementiert als das, was in dem Zielbild steht. Das Zielbild lebt natürlich entsprechend, und deswegen auch, sagen wir mal, die fachliche Aufteilung, Forschung, Verwaltung, Studium und Lehre, die dann ja relativ disjunkt auch sind, dass wir dann 3 klare Zielbilder haben und dann sofort sagen können, okay, hier kommt jetzt eine Anforderung, Fachbereich XY passt genau hier rein, oder wir können sagen, wir haben es schon, ja, ihr müsst jetzt nicht was Neues machen, sondern hier ist genau eine Lösung, die könnt ihr entsprechend nutzen. Das Ganze soll dann in Zukunft vom CIO-Office eben koordiniert werden, dass wir schon entsprechend unterstützen, wie dokumentiert man die Anforderungen, wo passen die hin, und dann auch so mal diesen Aufbau der architekturellen Skills würde ich da gerne. Wenn wir diese Anforderungen haben, geht es in so ein erstes Board, das sogenannte Service Architektur Board, wo die wichtigsten Player alle zusammen sind. Also ich sehe HZ haben wir hier, Medientechnik habe ich gerade sitzen sehen, wir haben Studium Digitale, wir haben NHR, CSC und so weiter. Die wollen wir alle am Tisch haben, dass wir wissen, okay, wenn wir jetzt was Neues machen, wer kümmert sich drum? Wer kann es implementieren? Wer kann es nachher betreiben? Welche Ressourcen haben wir zur Verfügung? Wie passt es ins Gesamtbild? Dass wir da eben auch eine bessere Transparenz der Auslastung dann auch hinbekommen und sehen, wer es machen kann. An der Stelle, und den Herrn Leuk habe ich auch schon gesehen, kommen natürlich die ganzen Compliance-Anforderungen, Datenschutz dazu. Ja, das heißt, wenn die Ideen klar sind und bevor wir dann wirklich in die Umsetzung gehen, sollte der Datenschutz schon frühzeitig und also andere Einheiten, die IT-Sicherheit und so weiter, da mal drauf gucken, ja, was haben sie vor, ist es realistisch, und das Ganze müsste dann ja auch im Laufe des Projekts beteiligt werden. Je nach Größe des Projekts müssen wir dann nochmal in die entsprechenden Gremien, um das Budget zu bekommen. Wenn es kleinere Projekte sind, Vorprojekte, dann können wir das natürlich selber entscheiden. Und wenn die Projekte dann verabschiedet sind, machen wir dann, und das haben wir jetzt schon angefangen, als Pilot exekutiert, wöchentlich, also für jedes Projekt einmal im Monat, für uns natürlich wöchentlich, jeden Donnerstagnachmittag, so ein Review. Das ist quasi öffentlich, also da kann jeder Projektleiter, jeder Beteiligte kann da dazukommen, stellen wir die Projekte vor, jeder Projektleiter stellt vor, was ist der Status, was hat er gemacht die letzten 4 Wochen oder sie, was macht er die nächsten 4 Wochen, was sind so die Themen, welche Entscheidungs- und Unterstützungsbedarfe gibt es, dann können wir das zusammen diskutieren. Unten dann die Basis, wie gesagt, das ist dann die Implementierung, die Umsetzung und der Betrieb. Das haben wir jetzt pilotiert. Hat ein bisschen gedauert, bis wir es jetzt rund bekommen haben. Wir nutzen Confluence zu Dokumentationszwecken. Ich zeige nachher auch mal eine Übersicht. Aber das hat sich mittlerweile ganz gut eingeruckelt. Und wie gesagt, was sehr interessant ist, es gibt Projektleiter, die jetzt plötzlich gesagt haben, Mensch, toll, ja, da guckt jetzt jemand drauf, da kann ich präsentieren. Und man sieht wirklich tolle Projektfortschritte, wo innerhalb von 3 Monaten die Anzahl der User zum Beispiel verdoppelt worden. Ja, also ein Projekt, da gab es 300 User bis in den Herbst, jetzt haben wir genau drauf geguckt, plötzlich waren es im letzten Status-Meeting 600. Das ist natürlich ein toller Erfolg, wenn man, wie gesagt, da drauf guckt und die Leute dann motiviert mit. Ich habe es gerade schon angesprochen, wichtig ist, dass wir so ein bisschen eine Vereinheitlichung der Vorgehensweise und der Terminologie haben. Dieser Projektlebenszyklus, der ist nicht neu, ne? Der steht wahrscheinlich in jedem einfach ein Lehrbuch, also Phase Ideengenerierung, Vorprojekt, Implementierung, Rollout, Nutzengenerierung. Ein wichtiger Punkt, Nutzengenerierung ist für mich Bestandteil noch des Projektes. Also ein Projekt ist nicht abgeschlossen, wenn ich jetzt eine IT-Lösung implementiert habe,
Und dann kommt die mühsame Arbeit des Rollouts, die Nutzer und Nutzerinnen mitzunehmen. Und am Ende muss ich aber auch gucken, dass der Benefit, ja, mal kalkuliert habe am Anfang, dass der realisiert wird. Und anhand dieses Modells gucken wir, wo sind jetzt die Themen, wo stehen sie, wie reif sind sie. Und dann haben wir genaue Phasenübergänge und kann sagen, okay, jetzt kommt eine Idee, die packt mein Vorprojekt, wenn das Vorprojekt zu Ende ist, gibt es einen entsprechenden Projektantrag, geht ins Präsidium, wird verabschiedet und dann gibt es entsprechendes Implementierungs-Umsetzungsprogramm, den Rollout generiert. Die Phasen sind jetzt so ein bisschen idealtypisch sequenziell angeordnet, die können natürlich auch sehr integriert gehen. Also ich muss nicht alles fertig implementiert haben, um den Rollout zu starten, sondern man macht in der Regel ja vorher schon mal einen Piloten und wenn man den Piloten erfolgreich hat, geht man mit der ersten Welle schon mal weit in Rollout, werden wir noch weitere Abteilungen oder Bereiche entsprechend implementieren. Dann hatte ich das Thema Priorisierung schon angesprochen. Das ist auch im Prinzip nichts Neues. Ja. Können Sie in jedem Wirtschaftsinformatik-Lehrbuch nachlesen. Gibt es verschiedene Nuancen von der Priorisierung. Agil geht vielleicht noch ein bisschen anders. Das ist halt ein klassischer Ansatz mit dem Portfolio-Ansatz. Auf der einen Achse die strategische Bedeutung der Projekte, die nach 4 Kriterien bewertet wird. Jedes Kriterium kann zwischen 0 und 10 Punkte bekommen. Das zweite Kriterium, die horizontale, ist die Relevanz und der Nutzen, auch bei der 4 Kriterien. Und dann die Größe der Bubbles ist der geschätzte Aufwand, der dahinter steckt. Und dann noch eine farbliche Differenzierung. Es gibt ja immer gesetzliche Anforderungen, die man umsetzen muss, die werden da rot markiert, um dann zu sehen, was sind gesetzliche Anforderungen, die muss ich zuerst einplanen und erst dann kann ich die hochpriorisierten Projekte. Das haben wir jetzt im Projektantrag auch mit ausgerollt, ist im Confluence hinterlegt. Also jeder Projektleiter, der jetzt einen Projektantrag macht, kann für sich schon mal eine erste Vorab-Priorisierung machen, entsprechende Punkte vergeben. Und dann können wir das in den entsprechenden Gremien, zum Beispiel im Präsidium, uns angucken, teilen wir die Priorisierung oder sehen wir eine andere und können die Projekte entsprechend priorisieren. Hier ist die Übersicht der Projektinitiativen, die wir gefunden haben. Das müssten so 30, 33 Stück sein. 26 davon haben wir jetzt im monatlichen Reporting. Also die gehen von Verwaltung über Forschung, Lehre, Infrastruktur und den Transfer, also Web-Relaunch. Wie gesagt, wir haben jetzt uns alle angeguckt, haben die ins Reporting aufgenommen und wissen relativ genau, wo die Projekte stehen. Also die geben immer jeden Monatsende einen Projektreport ab, den gucken wir uns an und dann gibt es einen Donnerstag im Monat, wo die Projektleiter die ihren Projektreport auch entsprechend stellen. Und das Gesamtbild, das am Schluss rauskommt, und das ist jetzt direkt aus dem Confluence, kommt die Übersicht, haben wir pro Projekt so eine Zeile. Also das heißt, da vorne steht der Projektname, dann steht der Bereich, dann der Name des Projektleiters, die Ampeln. Gibt es einen Gesamtstatus, Budgetstatus, Zeitstatus und Nutzenstatus. Und wenn eine Ampel von grün auf gelb geht, switcht der Gesamtstatus auf gelb. Beziehungsweise wenn eine Ampel auf rot geht, müsste auch der Gesamtstatus dann auf rot gehen. Und gelb heißt, ich habe mein Projekt noch unter Kontrolle, aber ich brauche vielleicht kleine Hilfe. Rot heißt, ich brauche Hilfe, habe mein Projekt nicht mehr unter Kontrolle, brauche eine Entscheidung, auf Spur zu bekommen. Alle Projekte, die im Gesamtstatus nicht grün haben, brauchen eine Erklärung. Jetzt das entsprechende Issue, das entsprechende Problem. Es gibt Datum von bis, wer ist da auch? Also man sehen kann, welches Projekt beauftragt, wenn es ein Status hatte ich, wer ist der Projektleiter, kann man relativ schnell filtern. Und wenn man auf das einzelne Projekt, auf den Projektnamen klickt, kommen wir dann direkt in den Statusreport, in den jeweiligen. Das ist jetzt der Status von Ende Oktober. Und im Statusreport kann man dann nochmal sich weiterklicken auf den jeweiligen Projektantrag. Den haben wir jetzt noch nicht für alle Projekte, aber sind wir dabei, die alles nochmal zum Dokumentieren. Und am Projektantrag hängt dann auch die entsprechende Projektbewilligung, ne, dass man dann gucken kann, was hat das Präsidium oder wer auch immer entschieden, ja, dieses Projekt aufzusetzen und was ist der Nutzen, der damit. Da kommen wir dann schon zum nächsten Thema. Also was ist der Nutzen so einer umfassenden Portfoliosteuerung? Ist natürlich die Transparenz, hatte ich schon angesprochen.
Wir wollen auch in Zukunft enger mit den anderen hessischen Hochschulen zusammenarbeiten. Da ist natürlich auch wichtig zu wissen, wo stehen jetzt meine Projekte, wo arbeite ich gemeinsam, was sind die Abhängigkeiten. Ich kann genauer gucken, wie trägt das einzelne Projekt zur Erreichung des Gesamtzielbildes bei. Und je weiter man so mal stärker man digitalisiert, desto enger müssen die Projekte so mal verknüpft werden. Dann sehe ich auch, okay, die Abhängigkeit. Ich kann gucken, wo gibt es Synergien. Also ich habe am Anfang so 4 Identity-Management-Projekte vorgefunden. Ja, eigentlich reicht eines. Jetzt haben wir es mal runtergestrippt auf 2. Also man muss gucken, dass man dann Sachen, die man schon mal einmal implementiert hat, dann auch entsprechend nutzt. Was mir auch wichtig war, ist, wir hatten keine Übersicht, wann was auf die Fachbereiche trifft. Und jetzt mit dem Projektreporting kann man dann früher sehen, wann geht welches Projekt in Rollout, dass wir nicht, was ich mit 5 großen Projekten gleichzeitig bei den gleichen Fachbereichen anklopfen, denn die haben immer noch ein anderes Kerngeschäft, die sollen Lehre machen, nur Digitalisierung voran. Ja, ich kann Abhängigkeitenmanagement machen, ich kann schneller reagieren, wenn ich sehe, aha, manche Projekte laufen nicht so gut oder ich ändere die Strategie. Und wie gesagt, was mir auch wichtig ist, den Fokus auf die Nutzengenerierung zu bringen. Wenn ich halt, was ich eine Lösung zum Beispiel als automatisches Bestellwesen einführe, dann muss ich gucken, dass ich viele User drauf bekomme, viel Volumen, um dann auch in der Finanzbuchhaltung die Benefits. Ich habe hier schon ein Schild bekommen, bin auch schon beim letzten Slide. Also was sind so die nächsten Sachen, die wir jetzt vorhaben für die Steuerung? Wir wollen das Thema Finanzen jetzt integrieren. Unser Kanzler will auch sagen wir, für alle Projekte so eine Projektkostenstelle etablieren, sodass wir dann automatisiert die Finanzen pro Projekt bekommen. Wir müssen nochmal die Guidelines, die Regeln, wann, was, wie sagen wir, verabschiedet wird, auch nochmal glatt ziehen. Was können wir in den Boards machen? Was muss übers Präsidium? Wollen die Tools, Templates nochmal anpassen? Im Confluence sind wir dabei, die Templates sind wir zu verbessern mit der Erfahrung. Wir wollen das Thema Projektmanagement auch toolmäßig nochmal hinterlegen. Wir haben uns Open Project mal angeguckt. Da kann man beides, Wasserfall als auch agile Methodik, mit abbilden. Und mein Traum ist immer noch, so einen Enterprise Architecture Prozess aufzusetzen und ein entsprechendes Tool einzuführen, sodass man auf Knopfdruck sieht, wo sind welche Lösungen im Einsatz, wer nutzt was, wie sind die Schnittstellen. Und man sieht es jetzt, wir haben ja an der Universitätsklinik bzw. am Campus Niederrad einen Cybervorfall. Es wäre einfacher gewesen, wir hätten so eine Übersicht gehabt, dann hätten wir sofort sagen können, was läuft noch, was läuft nicht mehr, was ist betroffen. So muss man halt immer erstmal gucken und durch Rumfragen herausfinden, wer was wo wie betreibt und was dann entsprechend betroffen ist. Ja. Und wir müssen jetzt auch in Zusammenarbeit mit dem Präsidium, wir wollen das im Präsidium nächste Woche vorstellen, die Priorisierungsregeln verfeinern. Ja, sind es die, gibt es noch andere Priorisierungen, dass wir dann hier den Projektleitern besseres Werkzeug an die Hand geben können, um entsprechend gut vorpriorisieren zu können. Gut, das war's. Also wie gesagt, hier erstmal die Steuerung der Umsetzung. Nächstes Mal dann wirklich Elemente der Digitalstrategie, wo wir hinwollen. Und jetzt, ich denke, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Vielen Dank. Traut sich. Ja, also mein Name ist Detlef Kromker, ich bin aus dem Fachbereich 12. Naja, und irgendwie so ein Altvater von Studium Digitale. Aber ich finde es sehr gut, dass Sie ganz, ganz viel Fokus auf den Nutzen legen wollen. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was man heute machen muss. Wenn ich dann aber Ihre Präsentation angucke, sehe ich überall traditionelle oder klassisches Projektmanagement. Und Agilität, naja, man kommt nicht ganz dran vorbei, aber ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Ich glaube, es ist genau andersherum. Sicher brauchen wir auch noch das Traditionelle, sicherlich brauchen wir Portfolio-Management, aber wir brauchen Produktentwicklung oder eben mit agilen Elementen. Vielleicht können Sie das mal kommentieren.
Ja, vielen Dank, Herr Krümker. Also das ist eine wichtige Frage. Ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht, eine Trennung zwischen klassischem Wasserfall oder agil. Also das Modell eignet sich auch für agile Vorgehensweise. Ich gehe mal zurück. Denn bei agiler Vorgehensweise wird auch priorisiert, müssen auch Anforderungen dokumentiert werden, aber halt in kleineren Gruppen. Und dann gibt es die Release Trains oder wie sie auch immer heißen, die dann in den großen Meetings die Abhängigkeiten und Priorisierung dann entsprechend feststellen. Meine Erfahrung ist, und jetzt wirklich eine persönliche Erfahrung, agiles Arbeiten ist Feinmechanik. Ja? Also ist hochpräzises Arbeiten in kleinen Sprints, enge Verbindung. Das funktioniert nur, wenn ich eine gewisse Reife habe an Prozessen, eine gewisse Reife in der Entwicklung, die Entwicklungstools auch habe. Es funktioniert nicht, wenn ich heute sage, okay, wir machen jetzt agil. Und viele verstehen agil als, ich muss nicht dokumentieren, ich mache einfach mal und guck mal, was rauskommt. Das ist für mich nicht agil. Also agil für mich ist hochpräzise 14-tägige Sprints, die Produktivität wird haargenau gemessen. Ich kann haargenau voraussagen, wie viele Function Points, Object Points, was auch immer, wie ich es messen will, kriege ich in der Zeit geliefert. Und deswegen habe ich bewusst jetzt nicht agil da vorgeschrieben und gesagt, wir machen jetzt alles agil, sondern erstmal geguckt, okay, Grundstruktur, Anforderungen, Priorisierung gelten da genauso. Und dann, wenn wir die gewisse Reife haben, dann können wir auch zu agilen Methoden übergehen. Und da ist wieder das nächste Problem. Also ich nehme, Entschuldigung, wenn ich so direkt sage, Universität ist sehr hierarchisch erstmal. Ja? Und agil ist das Gegenteil von hierarchisch. Das sind Produktgruppen, die zusammenarbeiten. Und das heißt, wir müssen dahin kommen, dass wir, was ich, neue Organisationsformen leben können, Matrix-Organisationen, eben Kompetenzteams, die dann flexibel zusammenarbeiten, ohne immer den Vorgesetzten fragen zu müssen, darf ich jetzt oder muss ich jetzt? Und da müssen wir erst noch hinkommen. Also wie gesagt, erstmal hier Struktur reinbringen, wenn wir die gewisse Reife haben, können wir dann auch stärker Richtung. Aber vielen Dank für die Frage. Hallo, Sandra Stelzmüller, wieder in die gleiche Ecke. Ah, hallo. Und ich versuche die Schaubilder auf Seite 4 und 5 noch so ein bisschen zusammenzukriegen. Sie haben bei Seite 4 ja den Datenschutz mit eingebaut. Und was ich sehr gut finde, dass der auch mit direkt erwähnt ist, bei der Service-Architektur Portfolio Board auf Seite 5 wiederum finde ich nicht so wirklich wieder, an welcher Stelle der Datenschutz hier einbezogen wird. Es wäre ja sehr sinnvoll, ihn vor dem Vorprojekt einzubeziehen, weil da fließen ja schon Daten. Aber da von der Farbgebung her konnte ich das jetzt nicht so zuordnen. Deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich hätte auf dem Slide 5 Datenschutz auch nochmal ergänzen können oder ergänzen müssen. Meine Vorstellung ist Datenschutz, dass er begleitend mit dabei ist. Ja, und Sie sind auch gerne eingeladen, zu den Projektreviews zu kommen. Also die sind offen. Wichtig ist, dass man am Anfang frühzeitig Datenschutz mit einbindet, ja, dass man schon weiß, was kommt. Und nicht erst am Schluss, wenn sagen wir, die Lösung fertig ist und dann halt im Laufe der Entwicklung immer wieder mal Touchpoints hat. Da ist aber für mich wichtig, wir würden es nicht zentral machen, sondern es muss jeder Projektleiter hat dann die Verantwortung, hier den Datenschutz entsprechend mit einzubinden. Datenschutz ist eins, wir brauchen dann auch Personalrat, wir brauchen IT-Security, die ganzen Compliance-Themen, das ist dann die Aufgabe des einzelnen Projektleiters, das hier mit einzubinden. Hier vorne. Eine letzte Frage, schaffen wir noch. Guten Tag, Herr Schielein, vielen Dank für den Übersicht. Kurze Frage, ob das Gedanken dazu gibt, die digitale E-Akte an der Uni einzuführen? Also die Frage war, digitale E-Akte, ob man die einführen möchten. Klar, das ist für mich sowas wie eine Autobahn oder wie eine Straße. Das ist eine Infrastruktur, die wir dringend brauchen. Also wir haben so ein paar Basis-Infrastrukturprojekte. Das ist die WLAN-Ausstattung. Da sind wir dabei, 1000 WLAN-Access-Points auszurollen in 2 Jahren. Und der DMS ist auch so eine Basisinfrastruktur, die da sein muss. Wir sind gerade dabei und das ist auch so eine hessenweite Kooperation mit 7 anderen hessischen Hochschulen. Da haben wir gerade eine Ausschreibung laufen für einen Anbieter, der uns das entsprechende Produkt anbietet, also ein Dokumentenmanagementsystem. Da hoffe ich, dass jetzt so bis Mitte, Ende Januar die Entscheidung gefallen ist, dass wir loslegen können. Und dann wird es, sagen wir, 3 fachliche Projektstreams geben. Das eine ist die elektronische Studierendenakte, das zweite ist die elektronische Personalakte
Und das dritte ist dann die elektronische Vertragsakte, dass wir die Prozesse automatisieren können und dass wir dann auch wirklich die Prozesse digitalisieren können. Also, Hausarbeiten, Dissertationen, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten elektronisch einreichen können. Es sind viele Arbeiten drumherum auch noch notwendig. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Prüfungs- und Studienordnungen, die zum Teil immer noch die Schriftform erfordern. Also das heißt, die müssen wir auch noch alle anpassen, dass man Sachen digital einreicht. Gut. Okay. Gut durch? Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und noch ein schönes Programm. Ja. Vielen Dank, Herr Schielein, für den sehr interessanten Vortrag, in gewisser Weise einen Werkstattbericht. Dann freuen wir uns schon auf den nächsten Netzwerktag, wenn Sie dann vielleicht auch hoffentlich wieder bei uns zu Gast sind und berichten, wie die Entwicklung der Digitalstrategie dann weiterging.